Assistenten auf bezahlte Elternzeit gelegt. Schnell, bevor Nefarius den Dimensionator überstrapaziert. Willkommen zurück. Wir müssen seine Abwehr schwächen. Ratchet Clank. Oh, hat das wehgetan? Ratchet Clank. Rift Apart. Wir sind erstmal hier vor dem Boss halt mit Dr. Nefarius stehen geblieben. Kümmern wir uns nur darum. So. Ich muss dazu sagen, ich habe eben gerade diesen Kampf schon gemacht, allerdings in der Szene, die danach gekommen ist, ist mein Verstand gerade eben das Spiel abgeschmiert. Also habe ich den letzten Spielstand nochmal, also den letzten Verfolg nochmal geladen. Nimm das, Nefarius! Jetzt zeige ich euch nochmal hier den. Kröten sind so unangenehm. Ja, da war nichts aus. Deswegen. Seine Abwehr wird. Ja, flieh von hier! Da verliert der Kugel jetzt ganz ordentlich die Liebe. Amöboiden! Wo hat Nefarius die denn her? Heute wird mein ultimativer Plan durchgetragen. Er ist perfekt, makellos und nichts wird mich aufhalten. Wie oft haben wir das schon gehört? Nein, ist doch egal. Heute ist es das letzte Mal. Oh je, er visiert uns an. Ja, dann wollen wir natürlich töten. Verdammt, Muni alle. Gleich nochmal. Und noch einen. Jawoll. Glaubt ihr, eine vernichtende Niederlage reicht schon aus, um mich zu stoppen? Also, ja. Ja. Da irrt ihr euch! Wir reisen in eine Dimension, in der ich immer gewinne, damit ihr endlich mal wisst, wie das ist. Okay. Genau, hier ist bei mir eben gerade das Spiel abgeschmiert. Die Dimensionen werden immer schwächer. Ah, diesmal scheint es gut zu laufen. Jawohl, wir sind über den Punkt weg. Wie schlimm ist es? Tja, ganz bestimmt nicht gut. Super. Ich kann hier gerade nichts machen. Ich kann einfach nur zuschauen. Oder auch nicht, okay. Konnte da gerade was machen. Zurück in die Tiefe! Wie viele Arme hast du? Eindringlinge! Runter von meinem Schiff! Ungetüm! Yo! Viel näher. Das ist der Teil, wo du verlierst. Ratchet, der Dimensionator. Oh boy. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ratchet? Oh je, mein Arm. Und? Nein. Der Dimensionator, er... Was habe ich getan? Was hast du getan? Wer bist du? Jemand mit vielen Fragen. Komm erst mal mit. Na, warte. Ich muss meinen Freund finden.
Nefarius, ihr seid früh von eurer Eroberung zurück. Ja! Imperator! Wo bin ich hier? So, da wurde Clank. Vielleicht hat ihn hier irgendjemand so offensichtlich gesehen. Der Rivet, also diesen weiblichen Lombax vom Anfang in der allerersten Cutscene genommen. Dann scheint er wirklich in einer Dimension, in der. Hat einer von euch einen kleinen Raumroboter gesehen? Der Dr. Augen, rote Antenne, ziemlich niedlich. Ja, die Welt an sich reichen konnte. Imperator. So. Jetzt müssen wir uns natürlich mit Ratchet auf die Suche nach Clank begeben. Markiere ein Symbol und drücke X, um es an das Spiel. Ein Symbol, also. Ja. Eine Rüstung, was haben wir direkt da? Hier scheint es jetzt erstmal nach oben zu gehen. Bitte lass dahinter etwas Gutes warten. Willkommen auf dem Nefarius City Bazaar. Vergesst nicht, unserem fabelhaften Imperator vor, während und nach eurem Kauf zu danken. Imperator? Heißt das, es gibt Nefarius jetzt zweimal? Erst Clank. Dann Nefarius. Vielleicht ist er auf dem Bazar. Also, diese Riesenscharte von Nefarius passt zu ihm. Riesige Selbstwert. Eventuell eine kleine Überkompensation. Von irgendwas. Okay, das hier ist einfach nur eine freie Plattform. I guess. Vom Planeten. Ist das ein Test? Nur Flottenraumschiffe dürfen hier weg. Alle anderen. Oh.
Das Phantom kann helfen. Folge einfach dem Beat zum Club Nefarius. Dort wirst du ihn finden. Club Nefarius, alles klar. Oh, und gut gemacht, Agentin Zurkon. Oh, das ist ja so aufregend. Okay, ich verliere jetzt mal was drauf. Was Nefarius wohl klingen mag. Na, wenn das... Du möchtest jeden Kampf zu einer Party machen? Mr. Partypilz ist die Waffe für dich. Die einzige Waffe, die Clank Zirkons Feinde vernichtet und einen Auftritt bei seiner letzten Geburtstagsparty hingelegt hat. Mr. Partypilz! Okay. Und er wird seine Gegner so hart treffen, dass sie sich seinen Eskapaden nicht entziehen können. Das dir den perfekten Zeitpunkt bietet, um bei der Party eins... Alles klar. Mr. Party. Na, sind wir ein wenig neugierig? Der Negatron-Beschleuniger ist auch bald erhältlich. Auch für Energie und Munition. Das können wir direkt mal machen. Aber erst. Nur zu. Mr. Party. Du weißt, dass du es willst. Ja. Bis dann mal. So. Tatsache. Raritario. Oder Tamio. Okay, das hier im Personal ist. Ja, cool. Widerstandsspionbot? Klingt jetzt nicht. Könnte ein Blick wert sein. So, da geht's nicht durch. So. Ich muss weitersuchen. Je eher ich Club Nefarius und das Phantom finde, desto eher komme ich zu Clank. Okay, da kommen wir jetzt noch nicht durch. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal unserer Mission nach. Was ist das da für eine Aufgabe? Finde den Widerstandsspionbot. So, hier drin ist ein Widerstandsspionbot oder soll ein Wider. So, da nehmen wir dann natürlich. Den hat man dann auch erwischt. Ein Widerstandsspionbot wurde auf der Verladerampe der Fabrik gesichtet. Bitte nicht nähern, bis unser Rüstungstrupp diese Bedrohung des Imperiums eliminiert. Eliminiert? Ich sollte lieber schnell zur Verladerampe. So, jetzt. Hey. Ist da ein Lockdown in der Fabrik? Sieht aus.
also relativ offensichtlich, dass wir hier jetzt gerade eben rüber. Was? Wo geht die Sicherheitsdienst? Oh nein, schnell weiter. Hüpf, hüpf. Das wäre erledigt. Spionbot muss Geheimnisse der Omega-Stufe oder sowas haben, wenn alle hinter ihm her sind. Die Verladerampe muss da vorn sein. Also ich habe bisher zumindest vor, dieses Spiel halt so weit zu spielen, nach dem Motto, wir nehmen mit, was wir finden. Ich habe nichts, mit dem ich darüber komme. Bis okay. Jetzt. Partypilz! Machen wir mit dir! Das hätten wir erledigt. Schau sie mal an. Du hast einen Widerstandsspionbot gefunden. Jaha! Sie enthalten Infos zu verschiedenen Planeten und Pläne für eine Geheimwaffe, wenn du genug davon sammelst. Außerdem enthalten sie verschlüsselte Ergebnisse aus der Waffenforschung. Finde sie alle, dann fertigt Miss Sorkon dir die ultimative Waffe an. Gut, Nefarious City. Nefarious City! Seit dem Fall von Corson 5 sind 10 Jahre vergangen.
gefangen und aus der Asche erhob sich dieser vollkommene Ort wie ein Blagpickel. Der Imperator versprach Frieden und Ordnung, doch Miss Zircon spürt nur Unterdrückung und geringfügig günstigere Unterhaltungselektronik. Reisen zu anderen Welten wurden stark beschränkt, ebenso Bürgerrechte und öffentliches Meckern. Aber bei all der Ungerechtigkeit, Verzweiflung und abscheulicher Architektur gibt es einen Lichtblick. Der Widerstand wurde dort geboren. Sehr cool. Also sind die Spionbots quasi dazu da, um uns ein bisschen mehr Lore zu geben. Ja. Welten zu geben. Ich komme, Clank. Vorher muss ich nur diesen Phantomtyp finden. Das klingt ganz nach einem Club. Verdächtige Widerstandsaktivitäten sind unverzüglich dem nächstbesten Sicherheitsbeamten zu melden. Schon, Phantom, wo bist du? Hi! Ja, bist du das Phantom? Wenn das immer ist hier irgendwo ein Phantom? Du bist nicht zufällig das Phantom, oder? Ey, ich spiele den Bass im Controller. Ich glaub's nicht. Die erste Missionserklärung und die Tarnung fliegt auf. Das Phantom? Ist Skid? Ich kümmere mich um sie, sonst verfolgen sie das Phantom noch. Phantom, warte! Wer bist du? Ich war gerade mitten in einer Mission. Ich bin Ratchet. Ich habe gehört... Keinen Namen! Du musst schon cleverer... Das hat mir jetzt auch so sehr gefallen. Phantom, warte! Wer bist du? Ich war gerade mitten in einer Mission. Ich bin Ratchet. Ich hab gehört... Keinen Namen! Du musst schon cleverer sein, wenn du in den Widerstand willst, Neuling. Wieso glaubt jeder, dass ich beim Widerstand bin? Weil wir ein Lombax sind. Der Sammel ist verwaffnet! Ich muss am Phantom dranbleiben. Danke fürs Warten, Skid. Der Widerstand steht aus dem Club. Okay, damit wäre dieses Sprungfeld hier aktiviert. Könntest du bitte stehen bleiben? Ist das hier so eine Art Test? Ist es, oder? Hey, warte! So, ich würde gerne in die Richtung hier, weil da sind weniger Gegner. Sonst bleibt auch nichts erspart.
Oh Mann. Okay. Ich komm schon klar, Phantom. Bring dich in Sicherheit. Noch? Gut, der Verstrecker ist jetzt auf Stufe 2. Und das endet hier. Sehr schön. Ich hab doch die Blasterpistole ausgewählt. Wo bist du nur hin? So, jetzt haben. Jetzt haben wir wieder die Blasterpistole. Nicht übel, Neuling. Danke. Was ist das? Sowas wie ein geheimer Handschlag? Hey! Was fange ich damit an? Okay, Neuling. Versuch deinen Phantomsprint. Phantomsprint? Der Gegner kann nicht fangen, was zeitweilig nicht existiert. Das ist wahr. Dann, wie machen wir den jetzt? Mit Kreis. Das ist cool. Zack. Springen und Phantomsprint. Der Handschuh macht den Rest. Ja, so gefällt mir das. Keine Angst. Nutz den Handschuh, um über die Platten zu rennen. Komm schon, die Wand wird dich nicht beißen. Willst du noch weiterkommen? Springen und Phantomsprint. Ich brauche einen flotten Raumschiff, um meinen Freund zu finden. Du sollst dich da auskennen. Jetzt ist nicht sicher. Bleib bei mir. Was ist denn jetzt mit dem flotten Raumschiff? Lombaxe, du bist genauso stur wie sie. Warte, du kennst den anderen Lombax? Wo ist sie hin? Sargasso. Nach einer Mission geht sie immer dorthin. Sargasso. Interessant. Dann würde ich sagen, kennen wir unser nächstes Ziel. Machen wir einen Deal. Siehst du das Luftschiff? Du hilfst mir, es zu übernehmen. Ich helfe dir in den Nefarius-Turm rein. Das ist der einzige Ort in der Stadt, wo du ein Flottenraumschiff findest. Was hast du mit dem Luftschiff vor? Komm einfach auf dieses Dach rauf. Ich hole meine Sachen. Wir treffen uns oben. Okay. Das Dach. Wie komme ich auf das Dach? Ich komme gern. Sehen wir schon, wie wir auf das Dach kommen. R3 kannst du einen aktiven Ziel anlegen mit Touchpad, rufst du deine Karte auf. Hier habe ich, klar könnten wir uns einen Wegpunkt setzen, aber ich irre hier lieber was, rum. Ich meine, umso mehr wir uns verlaufen, desto mehr sind wir vor der Gegend. Ich finde das Spiel bisher wirklich schön. Zack. Ah, wunderbar. Also da kommt jetzt wirklich mal das, ja, die Fähigkeit der PS5 zur Geltung. So. Hoch hier wieder einmal. Oh. Der ist vor die Räder gekommen. No! Ich sehe schon, Jump'n'Run ist in diesem Spiel nicht so mein Ding. Da oben wäre ein Ding zum Festhaken gewesen. Das muss man nur halt auch sehen. Da ist nochmal.
Ja. Bist du unterwegs auf Dach? Woher solltest du mit dem Ravitanium in deinen Taschen dein Arsenal etwas aufrüsten? So, Aufrüstung von Händlern. Drücke R1, um den Aufrüstungstab zu wechseln. Kaufe Waffenausrüstung, um dein Munitionslimit, deine Feuerrate und vieles mehr zu verbessern. Drücke X, um die Tutorial-Waffe auszuwählen und das Aufrüsten von Waffen zu erlernen. Benutze L, ja gut, das kenne ich zwar schon aus dem ersten Teil, aber genau, erhöht das Munitionslimit. Halte X gedrückt, um die Aufrüstung mit Raritanium zu kaufen. Das Tutorial-Ranitarium geht aufs Haus. Das machst du gut! Jawohl. Benutze Goldzellenhaufen, erhalten besondere Ausrüstung. Kaufe alle Aufrüstungen, die mit einem Goldzellenhaufen verbunden sind, um sie freizuschalten. Deine Ausrüstung aufzurüsten ist nicht schwer, wenn du genug Raritanium hast. Kaufe jetzt alle Aufrüstungen, die mit der Goldzelle verbunden sind. Ja, wir müssen die einmal einkreisen. Zack. Präzision. Schnellfeuerschüsse sind präziser. Das war's auch schon. Rüste deine Waffen, eine du, deiner Waffen wozu auf. Wozu mit einer guten Waffe abgeben, wenn du eine Top-Waffe haben kannst? Gib etwas Raritanium auf, um eine deiner eigenen Waffen aufzurüsten. Gut, dann machen wir das mal eben mit der Pistole. Achso, das sind immer drei. Oh, es ist immer den Preis wert, seine Waffen im Top-Zustand zu halten. Zack. Machen wir doch mal direkt hier. Bam. Das ist eine mächtig feine Verbesserung. Kistenmunition. Erhöht die aufgenommene Munition aus Kisten um 50. Du, hast das schon mal ausgewählt. Zack. Kopftrefferschaden. Kopftreffer verursachen Bonusschaden. Nice. Naja, den nutzen wir jetzt nicht so oft, den Mr. Partypilz. Da nehme ich jetzt lieber erstmal den Vollstrecker. Rüsten wir das aus. Durchbohrende Schüsse. Schüsse durchbohren alles, was ihnen im Weg steht. Aha. Was ist denn hier hin? Ist da irgendwo hin? Nee, noch nicht. Dieses Goldstück bettelt um eine Aufrüstung. Größere Wirkungsbereich. Schmetterbomben fliegen deutlich schneller. Schussrate ist erhöht. Machen wir doch mal. So, da werden noch natürlich überall noch mehr Verbesserungen dazukommen. Muss noch ein paar Schotten erledigen, bevor du die hier aufrüsten kannst. So. Gut. Der Negatron-Beschleuniger, den können wir inzwischen auch bauen. Nur leider haben wir dafür noch nicht die nötigen Schrauben. Vielen Dank für deine Danke für die Hilfe, Geheimagentin Surkon. Dann würde ich an dieser Stelle sagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.